Wir gucken uns heute den Shroom V2 an. Hukain hat ja angekündigt, dass der Shroom-Kopf als Low-Capacity-Boy kommen soll. Dann kam er und war eher nicht so Low-Capacity. Das wollen sie jetzt aber beheben und haben den Shroom V2 rausgebracht und genau den gucken wir uns heute an. Und hier seht ihr die beiden mal nebeneinander. Der blaue ist der alte und der Mix Clay, so heißt der Colorway, also dieser hier, ist der neue. Und da sieht man schon direkt, dass das Depot zwar sich in seiner Form kaum verändert hat, aber in der Tiefe extrem verändert hat. Ist schon deutlich flacher geworden. Ich habe mir auch gerade schon das erste Köpfchen damit gebaut. Nur Dark Blend, unter anderem auch Must-Have und ich bin trotzdem nur auf 10 Gramm gekommen. Und das ist auf jeden Fall geisteskrank. Für mich wäre das sogar die unterste Grenze, mit was ich rauchen will. Also wer Tabak sparen will, von der Füllmenge der erste Eindruck schon mal sehr nice. Das war der geplante Drop-Test für den Kopf und was soll ich sagen, er hat überlebt. Den ersten Kopf habe ich ja schon gebaut, 10 Gramm, wir gucken wie lange der läuft und danach bauen wir uns die zweite Variante, die ich davon habe. Aber ich muss kurz sagen, das ist der Punkt, wo der Geschmack nachlässt und ich habe den Kopf jetzt 1 Stunde und 7 Minuten an. Also 67 Minuten habe ich jetzt mit den 10 Gramm geraucht. Ich habe eigentlich noch genug Hitze, aber ich merke, dass der Geschmack jetzt schon ziemlich weg ist. Also mit den 10 Gramm würde ich sagen, kann man eine Stunde easy rauchen, aber danach hat es dann jetzt schon angefangen, weniger zu werden. Was aber auch heißt, dass wir uns gleich den nächsten bauen. So, das Köpfchen hat sich auch übrigens jetzt sehr schnell verabschiedet. Das sind nur 3 Minuten seit der letzten Aufnahme vergangen und das Ding ist durch. Also jetzt sind 70 Minuten mit den 10 Gramm und jetzt habe ich den Schlauch auch weggelegt, weil jetzt bringt es gar nichts mehr. Also, nächster Kopfbau. Kohle liegt, wir bauen mal den Shroom. Punkt 1, den wir eben gesehen haben, die Größe. Und wenn ich den mal hier links zentriere, warte mal, ich muss das genau bündig für euch unter die Kamera stellen. Ihr seht es, ich habe den hier bündig und hier guckt er ein kleines Stück drüber. Das ist nicht viel, aber das ist ein bisschen was. So, und wenn wir jetzt einmal den Test machen mit verschiedenen HMDs, hier haben wir einen AO-HMD. Ja, das passt auf jeden Fall. Die Schlitze, würde ich sagen, sind auch innen, aber er guckt auf jeden Fall ein Stück drüber. Wenn ich das mal auf einer Seite anlege, dann sehen wir auch hier, der steht sogar einen Ticken weiter über der HMD, als das mit dem alten V1-Shroom der Fall war. Dann machen wir den Test mit einem Onmo. Der rastet nicht ein, finde ich. Erst an den Balken. Das würde ich aber nicht als Einrasten bezeichnen, wenn der erst an den Balken hängt. Da liegt praktisch der Rand von dem Kopf genau auf dem Rand von dem HMD hier. Also das geht nicht. Allerdings, dadurch, dass er hier drauf aufliegt, sollten die Luftschlitze auch nach innen gehen. Also sowohl bei dem AO als auch bei dem Onmo, würde ich sagen, schließt nicht perfekt ab. Würde aber auf jeden Fall funktionieren. Würde mich auf jeden Fall... Also mit dem Onmo habe ich ihn eben geraucht. Das hat funktioniert. Dann können wir noch testen einen Nagrani. Ja, auch da liegt er hier außen auf dem geriffelten Rand auf und die Löcher innen wird also auch funktionieren. Hier haben wir noch einen Kalaut. Auch da reicht es nicht, um außen an dieser kleinen Gap hier einzurasten, aber auch da sollten die Löcher innen liegen. Also auch das wird funktionieren. Ja, also wen das optisch stört, wenn ich den mal hier anlege, der Seite, auf der Seite hier bündig, dann seht ihr ja, wie viel der auf der anderen Seite rüber guckt. Und wenn ich den mal halbwegs zentriere, wie man das beim Rauchen machen würde, dann wäre das so. Also wen das stört, dann ist der wohl raus. Aber rauchbar ist der, denke ich, mit jedem herkömmlichen HMD. So, die Waage ist genullt. Meiner wiegt übrigens 203 Gramm. Und hier der alte hatte 250 Gramm. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen leichter geworden. Aber man sieht es auch. Er ist schmaler hier unten geworden. Er ist schmaler hier oben geworden. Also da sieht man auf jeden Fall sofort den Unterschied. An sich sollte das aber nichts ausmachen. Wenn ich auch mal hier noch einen Lowload nebendran halte, wir sehen auf jeden Fall, dass das Depot vom Lowload, wenn ich mal hier an die Innenseite gehe, dann sind das locker 1,5 Gabeln und bei dem Shroom ist das nur 1 Gabel. Ne? Also wenn ich die mal hier größenvergleichsmäßig anlege, dann seht ihr, dass der Shroom nochmal ein deutlich schmaleres Depot hat. Von der Höhe her würde ich nicht sagen, dass sie sich groß unterscheiden. Also der Shroom ist praktisch vom Depot eine geradlinig abfallendere und schmalere Variante von dem Lowload. Heißt, ich würde auch erwarten, dass der Lowload
Brot weniger Tabak verbraucht und das kann ich zumindest von meinem ersten Köpfchen eben bestätigen. 10 Gramm mit Pure Dark Blend und Must Have mit drinne kriege ich im Lowload nicht hin. Was aber auch dazu kommt, oder das Wichtige daran ist eigentlich, mit dem Lowload hatte ich noch nie nach 60 Minuten keinen Geschmack mehr. Und mit dem Shroom war eben nach einer Stunde sehr schnell Schluss. Also von 60 auf 70 Minuten war das Ding von läuft noch gut zu, nee, der ist jetzt komplett durch. Also das ging sau schnell. Was eben auch dafür sprechen würde, hier gehen bei mir nur 10 Gramm rein und hier gehen bei mir halt auch mal gute 15 Gramm rein, wenn ich einen Dark Blend baue. Sollte ja auch eigentlich heißen, dass wir hoffentlich mit dem 50% länger rauchen können. Da gibt es einen gewissen Grenznutzen, dass das nicht ganz stimmt, aber vom Prinzip her, ne? Versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Wir machen jetzt einfach mal den Test und ich baue mir ganz normalen Köpfchen, wie ich das eben so machen würde mit Dark Blend. Oh, ich weiß, was ich rauchen will. Ich will den Lime und den Sweet and Sour. So, wir nullen die Waage und packen da mal den Tabak rein. Und ich habe mir das angewöhnt in letzter Zeit. Wenn ich so sparsame Köpfe rauche, dann versuche ich das auch nochmal extrem fluffig, weil so spart man, denke ich, am meisten von dem Tabak. So, ich versuche auch, sonst streiche ich das ja immer so am Kopf ab, aber da habe ich schon das Gefühl, dass das mehr komprimiert. Das heißt, am liebsten wäre es mir, wenn ich das so reinlegen könnte. Das will aber manchmal nicht. Also lasse ich das wieder so reinfallen. So, und bis jetzt sind wir bei 6,7 Gramm. So, dann machen wir jetzt noch den Klubnika. So, wenn ich den Rest hier von der Gabel noch abstreiche, sollte das schon ganz nah, da ein bisschen braun, obwohl, reicht der? Ja, das reicht. Da müssen wir das Ganze noch ein kleines bisschen verteilen. Muss natürlich dann auch beim Verteilen vom Tabak versuchen, nicht zu sehr das Ganze dann noch anzudrücken, weil ich mag das, wenn es ein Vollkontakt ist, ne? Und ihr seht es ja gerade aus der Seitenperspektive ganz gut. Der geht auf jeden Fall ordentlich drüber, ne? Sodass wir dann eben einen Vollkontakt zu unserem HMD haben. Wenn ihr auf Abstand raucht, könntet ihr entweder ein bisschen mehr andrücken, dass das Ganze kompakter liegt, oder ihr nehmt einfach noch ein bisschen weniger Tabak. Das Fluffige tut übrigens auch dem Tabakverbrauch gut, weil wenn ihr Probleme habt, dass euer Tabak unten noch total unverbraucht ist, dann könnte das dafür sprechen, dass ihr zu komprimiert, also zu stark anpresst, ne? Weil dann die Luft nicht nach unten zirkulieren kann. Ist ja klar, wenn du den Tabak hart andrückst, sodass da keine Luft mehr dran / durchkommt, dann macht das ja auch Sinn, dass der untere Tabak nicht verdampfen kann. Und dann seht ihr es von der Seite, das ist ein Vollkontakt und das sind 9,4 Gramm. Das heißt sogar noch mal weniger als im letzten Kopf. Und ich will nur noch mal dazu sagen, das sind 70% Must-Have. Versteht ihr das? Das sind 70% Must-Have. Normal wiegt der Kopf dann immer mindestens 2 Kilo. Mindestens. Onmo HMD drauf. Ihr seht die Gap, oder? Naja, dafür kommt die Kamera ein bisschen zu weit von oben, aber das ist auf jeden Fall ein Vollkontakt-Setup. Es ist exakt 21.30 Uhr und wir legen jetzt die Kohle. Und dann schauen wir mal, wie lange wir mit unseren 9,6 Gramm rauchen können. 2,5 Kohlen zum Anrauchen, dann kommt die gekippte oben weg, wenn an. 3 Minuten später mit den 3 Kohlen sieht die Rauchentwicklung schon so aus. Und das heißt, wir nehmen die dritte Kohle jetzt runter. So, mittlerweile rauchen wir den Shroom seit 45 Minuten. Rauchentwicklung zeige ich euch nochmal. Die ist immer noch gut, aber auch jetzt merke ich schon langsam, dass der Geschmack etwas weniger wird. Noch nicht so, dass ich den Kopf wegstellen würde. Ich habe auch eben nochmal Kohle abgeklopft und ich werde auch nochmal eine hinterherlegen. Aber ich denke, mit den ungefähr 10 Gramm, die ich so in den Shroom packe und so baue ich den eben, ist so irgendwo zwischen 60 und 70 Minuten wirklich Schluss. Und das fühlt sich für mich persönlich ein bisschen unbefriedigend an. Also ich würde tatsächlich sagen, 10 Gramm pro Kopf ist mir zu wenig. Ich hätte gern mindestens die 12, was du mit dem Shroom mit Sicherheit auch hinbekommst. Kommen kannst. Dann musst du halt ein bisschen gepresster bauen, aber dann kriegst du das auch hin. Aber jetzt bei den zwei, ich habe erst 2 Köpfe geraucht, ne? Das ist nur ein erster Eindruck, aber mein Eindruck nach den ersten 2 Köpfen ist der, mit den 10 Gramm, die ich jetzt 2x ungefähr in den Shroom gebaut habe, reicht mir das nicht, um eine befriedigende Rauchdauer jetzt im Stream zu erreichen. Wenn ich mal nur eine Stunde hätte, dann wäre das der perfekte Kopf, weil dann spare ich nochmal ein paar Gramm, habe aber die Stunde trotzdem ein gutes Raucherlebnis und dann wäre der geil. Also für eine normale Session würde ich sagen, sind wir mit dem Shroom V2 an einem Punkt, wo das zu wenig Tabak ist, um lange genug rauchen zu können, dass das eine normale Session, sagen wir mal 1,5 Stunden, durchhält. Mit dem Lowload im Vergleich, da kommen bei mir, wenn ich jetzt sowas gebaut hätte, also größtenteils Must-Have und noch ein bisschen Sebero, dann würde ich schon sagen, dass da wahrscheinlich gute 14 oder 15 Gramm in meinen Lowload reingekommen wären und das wären 5 Gramm mehr und da hätte ich auf jeden Fall noch eine ganze Ecke weiter rauchen können. Und das wäre mir jetzt im Stream in dem Fall deutlich lieber. Also ich finde schon, dass man einen krassen Unterschied merkt. So wie ich den Shroom gebaut habe mit den 10 Gramm, hält er mir schon merklich weniger lange als ein Low Load oder ein Low Lip.
Ja, das kommt auf die Situation an, ne? Nur ganz kurz Zeit, ich nehme Shroom, eine sparsame Session, ich nehme den Lowload, eine normale Session, ich nehme den Vandenberg V1. Wobei bei mir persönlich der Lowload auch schon sehr nah an eine normale Session rankommt. Nur habe ich eben das Gefühl, ich spare ein bisschen Tabak und damit eben auch Geld. Und das ist ja was Nices. Man kann im Schnitt damit rechnen, dass man pro Gramm Tabak ungefähr 5 Minuten rauchen wird. Das heißt, mit den 10 Gramm wäre das jetzt von der Effizienz etwas höher, von der insgesamt Rauchdauer etwas drunter. Ist halt die Frage, wie lange ihr rauchen wollt. Also ich persönlich finde die Shrooms extrem schön. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Lowload und Shroom V2. Lowload versus Shroom V1 würde ich sagen, klar der Lowload, weil mir die Depotform besser gefällt. Für genau den Einsatzzweck, ich will mal ein Stündchen, ein Köpfchen rauchen, ist das ein nices Ding. Aber für eine normale Session würde ich wahrscheinlich viele andere Köpfe deutlich bevorzugen.